So ihr Lieben, bevor das eigentliche Video gleich beginnt, vielleicht noch ein, zwei Informationen. Wir haben in dem Video, was gleich kommt, nicht erwähnt, worüber wir eigentlich hören. Wir haben angeschlossen ein A11 von Rothe, der heißt Tribute. Das ist der Nachfolger vom A11. Es gab ein bisschen Verbesserungen sozusagen. Preise sind die vom Prinzip ähnlich geblieben. Kabeltechnisch haben wir dran Goldkabel Grand Chorus. Wir haben dran von Goldkabel auch noch ein Black Connect Chinch-Kabel als Verbindung. Gehört haben wir über Discovery von ELAC. Ganz spannendes Teil. Da würde ich fast noch mal ein eigenes Video drüber drehen, denn das Ganze ging über Rune. Rune ist durchaus mal ein Video wert. Das werden wir demnächst auch mal nachholen. Also die nächsten Wochen werden wir da über Rune mal ein Video drehen praktisch. Das war das eine, was ich nicht gesagt habe im Video. Und das zweite, was ich noch sagen wollte, war, am Sonntag erscheint ein Video. Und zwar, wir machen ja auch Projekte. Und dieses Video ist das erste Video einer Trilogie, sehr wahrscheinlich werden es drei Videos werden, zwei davon existieren auch schon tatsächlich, was wir letztes Jahr gedreht haben. Und das ist ganz spannend, weil wir ein Haus praktisch mitverfolgen, vom Rohbau aus betrachtet, was unser Gewerk angeht, über ja, Fertigstellung im Sinne von Kabel sind gezogen, Lautsprecher sind installiert und so weiter, über Fertigstellung dann bis zur Fertigstellung. Und da wird es ein ganz spannendes Video noch geben, das wird aber erst erscheinen April, Mai diesen Jahres 2021. Und wie gesagt, freut euch also erstmal auf das Video, was gleich kommt, und freut euch auch auf Sonntag, ist ein ganz tolles Ding. Also, viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Fidelity. Heute, Dimi hat eine Metamorphose durchgemacht. Neben mir seht ihr nicht Dimi, heute seht ihr Gian mal neben mir. Warum? Dimi ist im Urlaub. Der hat sich mal rausgenommen, zwei, drei Wochen Urlaub zu nehmen, auch zu Recht nach dem letzten Vierteljahr, was wir so hinter uns gebracht haben, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber auch wahnsinnig viel los war, so gesehen. Jetzt kommen wir ja in ruhigere Fahrgewässer sozusagen. Wir sind im Januar, also erstmal nochmal schönes neues Jahr an euch. Wir haben letzte Woche tatsächlich kein Video hochgeladen. Das habt ihr bemerkt. Ich hoffe, dass ihr das bemerkt habt. Damit werden wir jetzt aber wieder starten. Wir haben eine Woche wirklich pausiert. Lukas war im Urlaub und Dimi war im Urlaub oder ist im Urlaub. Und wie gesagt, deswegen legen wir heute wieder los. Was wollen wir heute machen? Heute haben wir eine ganz, ganz spannende Sache. Das haben wir in der Form noch nie gemacht und es wird wahrscheinlich sich auch nicht unbedingt wiederholen. Wir machen eigentlich einen Vergleichstest und trotzdem ist es kein Vergleichstest. Warum? Das Video heißt eigentlich Welcome to the 70s, um es genau zu sagen, weil wir nämlich Boxen uns rausgesucht haben von vier verschiedenen Herstellern, die also retro-design-technisch mega sind. Also ich habe die 70er ja schon erlebt, vielleicht manche von euch ja noch nicht, weil sie noch nicht geboren waren, aber ich bin in den 70ern schon da gewesen sozusagen. Und ich kenne das Design auch noch, spätestens von meinen Eltern, was die zu Hause stehen hatten. Und ich persönlich muss sagen, Hammer. Also ich bin schwer begeistert, egal von welcher jetzt. Ich finde sie alle toll, die da stehen. Und ihr müsst euch vorstellen, wir vergleichen heute nicht zwei Lautsprechermarken preisähnlich miteinander, sondern wir wollen einfach mal diese vier Lautsprecher testen. Das machen wir mit zwei Stücken. Gian hat eins ausgesucht und ich habe eins ausgesucht. Und so werden wir einzeln die Lautsprecher testen, ein bisschen auf Spielfreude gehen, Bässe, Tiefen, Mitten und so weiter, wenn wir alles machen. Also Höhen fehlte noch. Das werden wir, darauf werden wir so ein bisschen versuchen zu hören und einfach mal so ja, reinlauschen. Wen haben wir am Start heute? Also am Start haben wir heute, fangen wir außen an, noch das Bild ist ja auch jetzt wahrscheinlich, seht ihr das, links außen Magnat, das ist die Transpuls 1000, die liegt beim Paarpreis 800 Euro, Paarpreis 800 Euro. Dann haben wir daneben stehen die Wolf der Linden, die kennt ihr schon gut, die liegt bei 1000 Euro das Paar und die Stative liegen bei 300 das Paar. Dass ihr das wisst, dann haben wir die in Orange, einer meiner Lieblingsfarben, JBL. Das ist die L100 Classic, so heißt die. Die liegt bei 4.200 Euro das Paar. Die Stative, das ist eine etwas krumme Summe, um 380 das Paar. Und dann haben wir in der Mitte die Dyn Audio Heritage. Das ist, man darf sagen, das wird wahrscheinlich ein Sammlerstück, ist es heute schon. Limitiert auf 2.500 Paar weltweit. Einfach, dass ihr es mal im Ohr habt. Die liegt bei 6.000 Euro, also das Paar. Deswegen ist der Vergleich auch schief. Wir vergleichen hier 800 Euro praktisch mit 6.000 Euro. Aber wir haben uns diesen Spaß gegönnt, das einfach mal zu machen. Ich bitte euch, das ein bisschen mit Augenzwinkern zu sehen, was wir hier tun. Es geht wirklich mehr um Design als jetzt um den letzten Feinschliff. Deswegen werden wir auch diesmal nicht darauf gehen, welche Box jetzt eine breite Bühne, tiefe Bühne und so weiter macht. Darum geht es uns gar nicht. Uns geht es einfach just for fun.
Wir wollen Spaß dabei haben und das werden wir gleich haben. Deswegen haben wir auch keine klassischen Stücke ausgesucht, sondern das wird Gian gleich übernehmen. Er ist der DJ und dann werden wir mal gucken mit den zwei Stücken. Wir hoffen, dass sie auch euch gefallen dementsprechend. Sie passen, das eine zumindest passt definitiv in die Zeit dieser Lautsprecher, wo sie eigentlich ursprünglich mal gebaut worden sind. Ja, ich würde sagen, das dazu. Wir bauen jetzt hier um, dass ihr praktisch gleich nur noch eine Box hört. Und dann werden wir eine Box nach der anderen testen. Dann werden wir da ein Resümee drüber ziehen. Und danach dementsprechend machen wir das zweite Lied, machen das gleiche nochmal. Wie gesagt, ihr kennt das und so machen wir das diesmal auch. Also viel Spaß, bleibt dran. Hallo auch von mir. Mein Name ist Gian. Harry hat mich ja schon angekündigt. Ich war letztes Jahr mal beim Video dabei, glaube ich. Ich glaube, von Max beim Unboxing-Video. Ja, genau. Ganz kurz, aber seitdem war gar nichts mehr da. Ich freue mich, an deiner Seite zu sein, Harry. Bin gespannt, wirklich gespannt auf die Boxen, weil ich habe da noch überhaupt nicht reingehört. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Nee, wirklich nicht. Genau. Überhaupt und, nicht. Ja. Ich habe euch einen Song ausgesucht von Sade, Love is Found. Ist ein bisschen basshaltiger. Der Anfang dauert ein bisschen, deswegen habe ich jetzt ein bisschen vorgespult auf, ab Sekunde 50 geht's los. Also, wie gesagt, ich bin gespannt und los geht's. Du hast das Lied ausgesucht und wir machen das ja immer so, oder Dimi und ich machen das immer so, dass dann derjenige auch anfängt. Gian, Ball ist bei dir. Ball ist bei mir. Magnat fand ich überraschend gut. Also, für die Preisklasse muss man sagen, 800 Euro gegen jetzt in dem Fall 6.000 Euro auch Heritage, waren sie gut, also in den Tiefen vor allem. In den Höhen fand ich sie in Ordnung, also da war jetzt, ich fand sie in Ordnung, also Tiefen haben mir mehr gefallen. Ich bin ja so der Typ, der nicht eher die klassische Musik hört, sondern schon was mit Wumms. Ja, und, aber das grade, ist ja perfekt. Genau, der Song war halt perfekt dafür. Fand ich in Ordnung, fand ich wirklich gut, ja. Okay. Also fiel mir natürlich auch auf, der Bass war mega. Der war, wenn man jetzt alle gehört hat, noch einmal, wir vergleichen die gar nicht so richtig miteinander, sondern wir hören eigentlich jede Box einzeln und beurteilen sie auch einzeln, weil 6.000 mit 800 Euro kann man zwar vergleichen, aber es wird ein Stück weit etwas schief. Aber tatsächlich ist es so, die hat einen mega Bass gemacht, der allerdings tendenziell ein bisschen unkontrolliert war. Er war wummerig, aber das passte zu diesem Stück. Ja. Und das Stück war ein bisschen wummerig. Ich meine, Sade, die normalerweise sehr fein musiziert oder singt auch, alles super. Aber das Stück lebt ja von dem Bass. Das hat sie mega wiedergegeben. Ja. Das war für meinen Geschmack ganz große Spielfreude. Direkt schon in den ersten Takten, als es so losging mit dem Bass, fand ich persönlich Hammer. Mir fiel auf, und zwar dann doch im gesamten Feld betrachtet, rückwirkend betrachtet, eben auf die Transpuls, dass die Instrumente, alles war ein bisschen verwaschener. Aber es war cool. Es hat tierisch Spaß gebracht. Wir reden von 800 Euro das Paar. Das ist ja so wirklich auch kein großes, also es ist natürlich Geld, versteht mich bitte nicht falsch, aber das ist für ein paar Lautsprecher, die mir richtig Spaß machen, völlig okay. Und das bei der Musik glatte 1. Also fand ich richtig gut. Hat mich begeistert. Wharfdale, ja genau. Wharfdale, genau, die Linden. Hat mir bei dem Song, vor allem bei dem Song, so ein bisschen Bass gefehlt. Also das war zu wenig. In den Höhen waren sie und im Mitteltonbereich fand ich das gut. Also das hat schon definitiv ausgereicht. Weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber... Ja, es ist so. Also natürlich hat sie weniger Bass wiedergegeben, das hörte man sofort. Genau. Dieses Wummerige war nicht da, vielleicht allerdings ein bisschen weniger dafür kontrollierter, also etwas trockener, sagen wir mal so. Genau. Ne? Das würde ich so sagen. Ich habe mir noch notiert, dass die Mitten, in dem Fall die Geigen, die ganz am Schluss zu den letzten 10 Sekunden eingesetzt haben, 15 Sekunden, etwas besser zu hören waren, das heißt ein bisschen differenzierter. Ja. Und das kann man, die beiden darf man wirklich noch vergleichen. Wir vergleichen 800 Euro gegen 1.000 Euro, das ist für mich jetzt mal eine Preisklasse, wo ich sagen würde, das ist okay. Vorteil natürlich liegt auf der Hand, die Linden ist zumindest von vorne aus betrachtet natürlich eine etwas kleinere Box als die Transpuls, wobei die Transpuls wiederum von der Tiefe her nicht ganz so tief ist. Die Linden ist ja ein ganz ausgewachsener Lautsprecher, praktisch ein großer Regallautsprecher, wenn du so willst. Also von Volumen her würde ich sagen, vielleicht ähneln die sich sogar. Aber ich habe es ja, als wir es gehört haben, hatte ich ja auch gesagt, guck dir die Membranflächen mal an, jeweils von der Wharfdale, von der Linden im Gegensatz zu der Transpuls, da hat die natürlich ein bisschen mehr zu bieten. Es gibt ja noch die Transpuls 1200, möchte ich jetzt schon mal ansagen, habe ich schwer Lust drauf, die auch mal beide zu hören, nämlich die 1000er gegen die 1200er, die bauen wir mal auf, die haben wir auch da.
1500, Entschuldigung, genau, das ist Quatsch, 1500 heißt die, selbstverständlich, danke Lukas. Und dass wir die nochmal nebeneinander hören, weil da wird natürlich bassmäßig nochmal einiges gehen, würde ich vermuten, aber das zum späteren Test. Okay, kommen wir zur JBL. JBL, muss ich sagen, war mir das Gesamtbild so ein bisschen, also bei dem Song jetzt zu spitz, also das ist nicht so meine Richtung gewesen. Der Klang war aber schon sehr präzise. Und ja, man konnte halt die Instrumente leichter einordnen. Ne? Also man konnte genau hören, gerade beim Schlagzeug. Ja. Das war schon ein bisschen, das war schon viel präziser. Viel präziser, genau. Genau, richtig, also das habe ich auch geschrieben. Also für mich war die JBL dann plötzlich doch schon mal so eine sehr kontrollierte Box. Also die hatte die Musik komplett im Griff. So würde ich das halt mal beschreiben. Nicht, dass sie anders nicht im Griff hatten. Die haben aber mehr auf Spaßwert gelegt. Tierischen Bass und gib Gas, so nach dem Motto. Genau. Die JBL nicht. Die JBL, würde ich sagen, ist dann schon viel mehr wahrscheinlich der Allrounder, wo man selbst auch Jazz, Blues, klassische Musik, alles drüber hören könnte, sage ich jetzt mal. Das vermute ich jetzt mal. Ich habe es noch nicht getestet, aber da, denke ich mal, wird die Reise bei der mit Sicherheit hingehen. Sie war ganz klar, viel klarer, also sie war klarer, das wollte ich eigentlich sagen, neigt aber dazu, tatsächlich, wie du sagst, eben halt etwas spitz zu klingen. Ein Tick scharf. Das gab einmal so zwei, drei Töne, die waren, sie sollten sehr trocken sein, also da weg. Das waren die auch, aber da waren sie, da sagte Lukas vorher auch so nach dem Motto, oder signalisierte, dass das ein bisschen zur Härte neigt. Ja. Ne? Aber ganz ehrlich, kann auch die Musik sein, kann auch so gewollt sein. Wir haben die anderen Vergleiche ja zu den anderen eben gehabt. Da war es nicht so. Also ich fand die JBL mega, aber ich lasse mich hier auch tatsächlich von was beeinflussen, das gebe ich auch offen zu. Und das ist das der orangene Stoff, finde ich mega. Also ja, stehe ich drauf, muss ich zugeben. Finde ich auch gut, ja. Okay. Dynaudio. Klang ein wenig verschwommener, was ich aber nicht schlimm finde, also überhaupt nicht. Für die Größe muss man auch gucken, also sehr knackiger Bass. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch wieder zu dem Song sehr passend, finde ich. Also das ist mein Eindruck gewesen. Okay. Und mehr habe ich hier eigentlich nicht. Okay, ja, vielleicht, ich sag mal kurz, also ich fand sie sehr ausgewogen. Ich fand den Bass natürlich auch verhaltener, aber es war nicht so, dass kein Bass da war. Also der Bass war schon deutlich zu hören, deutlich nahezu zu spüren. Also gespürt habe ich ihn übrigens, wenn man wirklich vom Spüren spricht, körperlichen, habe ich es eigentlich nur bei der Magnat. Ja. Da habe ich den Bass ernsthaft, also wenn man noch lauter, das ist die Welle, die bewegt einen. Also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber die habe ich gespürt förmlich. Bei den anderen nicht, aber deswegen ist ja der Bass trotzdem da. Das kann ja auch eine Art der Übertreibung sein, dass man sagt, man überspitzt jetzt, man zeigt, überspitzt den Bass. Also haut noch ein bisschen was rein und so weiter. Das ist hier bei der Heritage natürlich überhaupt nicht. Das ist ein ausgewachsener, so klein wie er ist, aber ein high-endiger Regallautsprecher. Da gibt es, finde ich, kein Vertun. Das ist ein mega toller Lautsprecher. Hier muss man wirklich die Größe betrachten und dann was rauskommt. Und das muss ich sagen, ich habe mir notiert, dass die Stimme von allen mit Abstand sogar am besten war. Also Sade habe ich am besten gehört, jeden einzelnen Ton, jede Lippenbewegung. Da merkt man denn doch schon, dass man 6.000 Euro gerade hört und eben nicht mehr 800. Bitte immer im Verhältnis des Geldes sehen das Ganze. Deswegen am Anfang sagte ich, seht das hier ein bisschen mit Augenzwinkern. Wir wollten euch auch ein bisschen Retro-Design zeigen. Und da fiel die Nummer mit rein. Und das muss unbedingt gezeigt werden, denn die ist, denke ich mal, wird auch, ja, auch später mal in 20 Jahren, das wird mal so ein Highlight sein. Da gehe ich fest von aus bei der Heritage. Wie auch immer. Also, dann lass uns weitermachen. Was haben wir noch als zweiten Titel? Den hast du ausgesucht. Da haben wir mal Led Zeppelin. Genau. Whole Lotta Love. Das wurde ja ab und zu mal gewünscht, Led Zeppelin. Und dann haben wir gesagt, das passt jetzt auch wirklich erstens in die Zeit, 70er Jahre, und zweitens passt es natürlich auch zu den Lautsprechern. Da würde ich sagen, viel Spaß. Also, ich sag's nochmal, wir drehen hier gerade vier Filme, nein, vier Videos. Jede einzelne Lautsprecher hätte es absolut verdient, auch einzeln nochmal einen Test zu kriegen. Aber wir haben uns gesagt, Vintage ist das Thema und nicht in dem Fall jetzt mal ein Preissegment. Und das macht sich ja auch irgendwie schon bemerkbar. Also, Vintage auf jeden Fall. Wir fangen an. Wir haben umgedrehte Reihenfolge diesmal. Wir fangen mit der Dynaudio an, mit der Heritage. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben, sehr kräftiger Bass. Immer sehen, wie groß ist dieser Lautsprecher. Dafür ein klasse Bass. Sehr, sehr klare Stimmen. Aber nicht nervig, habe ich aufgeschrieben. Es war nicht schrill. Wir kommen gleich zu einem, wo es ein bisschen schriller war, glaube ich. Also es war absolut in Ordnung, muss ich sagen. Zwischendurch sind ja viele Instrumente, die man hört. Unter anderem war so eine Art Glockenspiel da. Dann war da auch noch eine Conga, bin ich der Meinung. Also große Bongos, wenn ihr das so wollt. Congas zu hören gewesen. Fand ich sehr gut, muss ich sagen. Ganz klar rausgearbeitet, die Instrumente. Es waren für mich sogar auch Instrumente. Ich greife einmal vorweg. Das letzte, was wir gehört haben, war die Transpuls. Da war das eher für mich synthetisch. Ich will nicht vorweg was nehmen, aber nur als Vergleich doch mal. Also die Dynaudio natürlich klar wiedergegeben. Also gibt es nichts zu meckern.
Und für die Größe, also hat Spaß gemacht, und zwar richtig. Da kann ich mich nur anschließen. Also ich habe aufgeschrieben, macht Spaß beim Zuhören. Es gibt Songs, die kann man ein-, zweimal, dreimal maximal hören, obwohl sie nicht schlecht sind, aber irgendwann nervt es halt in den Ohren. Und in dem Fall ist es halt nicht so gewesen. Also diesen Song könnte man auf jeden Fall öfter hören. Es hat nicht genervt, nicht gestört in den Ohren. Mhm. Im Hoch- und Mittelton fand ich die sehr gut, also das hat mir sehr gefallen. Und Bass, ja, ich, wie gesagt, also ich bin halt der Bass-Typ und auch bei dem Song hat man das wirklich gehört und das hat Spaß gemacht. Gibt es diesen Song, wir brauchen Bass, Bass. Den können wir nächstes Mal nehmen, wer bei dir. Können wir gerne nehmen. Genau. Ja. Okay, GBL, das war schon angedeutet, was jetzt kommt. Und zwar, also erstmal hat sie einen deutlich kräftigeren Bass natürlich als die Dynaudio, die Heritage. Aber wie gesagt, ist auch ein größerer Lautsprecher, kann man schwer vergleichen. Der Bass war Hammer, den fand ich mega. Also der fiel mir zumindest auf. Aber die Box neigt zur Schärfe. Stimme ist für mich ein bisschen in den Hintergrund sogar gerückt. Also die wurde übertönt von den Instrumenten, von dem, was sonst noch war. Allerdings waren die Instrumente für sich betrachtet wieder super klar. Also klar zu erkennen, das ist da und das steht sogar da. Also Räumlichkeit wollten wir nicht machen, aber hier kann ich sagen, tolle Räumlichkeit. Kleines Aber. Ihr habt bei der GBL LN100 Classic die Möglichkeit, das könnt ihr im Bild sehen, jeweils bei der Box oben links, und zwar die Höhen und Mitten anzupassen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben auf 0 dB das Ganze stehen praktisch. Das heißt, wir haben es auf neutral stehen. Ihr habt aber einen großen Bereich, den ihr ins Minus gehen könnt, wo ihr die Box praktisch entschärft. Also nur, dass ihr das wisst, da gibt es richtig Einstellmöglichkeiten. Also richtig, aber vom Spektrum her betrachtet, habt ihr wirklich noch Möglichkeiten, da zu spielen. Das haben wir bewusst jetzt nicht gemacht. Wir wollten sie neutral spielen lassen. Aber das habt ihr bei der Box. Nur, dass ihr es vielleicht mal ganz kurz habt. Was hast du zu GBL? Ja, sehr präzise auf jeden Fall. Ja, Bass hat mir auch sehr gut gefallen. Beim Refrain, das ist mir ja zu scharf gewesen, ne? Gerade da in dem das Bereich. War klar. Ja, also ja, und man hört halt wirklich jedes Instrument auch wieder raus, ne? So wie du gesagt hast, da ist wirklich alles zu hören. Bei der Linden war es so, das Stück beginnt ja praktisch wenige Sekunden, dann setzt ja der Bass ein. Und da muss ich sagen, habe ich geschrieben, klasse Bass, hat mega Spaß gemacht. Wir reden von 1000 Euro, von mehr reden wir gar nicht als Paar. Das fand ich richtig gut. Aber was dann kam, war, dass die Musik vom Volumen her betrachtet, und das meine ich jetzt nicht als Lautstärke zu verstehen, sondern die Gesamtheit der Musik wurde weniger. Das heißt, bei der GBL habe ich viel mehr Musik plötzlich gehabt. Also nehmen wir es jetzt doch mal Bühne. Ich habe viel mehr Instrumente, viel mehr gehört als jetzt bei der Linden. Spaßfaktor groß, Preis-Leistungs-Verhältnis super. Wir haben den Test schon mal an anderer Stelle gemacht mit der Linden, wo wir auch gesagt haben, dass die im Preis-Leistungs-Verhältnis extrem gut ist, wirklich extrem gut ist. Dabei bleiben wir auch. Aber jetzt wohlgemerkt, wenn man doch mal das Feld so ein bisschen betrachtet, dann fehlte mir hier so ein bisschen die Musik. Also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das Volumen fehlte mir ein bisschen. Ich kann mich auch in dem Fall komplett anschließen. Also wir haben uns nicht abgesprochen. Also, nee, überhaupt nicht. Also ich habe fast genau dieselben Punkte wie du. Ja, also da habe ich eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Also es ist quasi. Und dann kommen wir zu Transpuls. Ne? Also Gian hat gesagt, er freut sich auf die Transpuls. Als Bass-Fetischist ist das auch klar. Genau, ja. Ich habe geschrieben, um es mit Dieter zu sagen, mega. Mega Bass, also das kann man nicht anders sagen. Der war Hammer, der war so knackig, also knackig vielleicht, also der ist schon etwas schwammig zwar, aber er ist unglaublich präsent. Also der ist kräftig, bis der Arzt kommt, und das bringt wirklich, wirklich Spaß. Es ist eine tierische Spaßbox, finde ich. Und wenn man in diese Richtung Musik hört, wie wir es gerade Led Zeppelin, du kannst auch AC/DC, du kannst eigentlich mitnehmen, was weiß ich, Van Halen oder sonst was, wenn du also so Altrock und so weiter hörst, oder auch Bass, auch aus heutiger Sicht natürlich bassstarke Stücke, Denn ist das ein Krach. Absolut. Das ist eine Party, also ich sag bewusst, das ist eine Partybox durch und durch. Für 800 Euro ein Riesenspaß. Weniger Schärfe auf jeden Fall. Also was hier tatsächlich etwas, in dem Fall positiv muss man sagen, obwohl es vielleicht gar nicht so positiv ist, weggenommen wird, ist die Schärfe. Das heißt, die ist im Hochtonbereich nicht ganz so klar. Bei dem Stück haben wir das sehr zugute, weil dann eben keine Schärfe entstand. Aber muss natürlich, man hört ja nicht nur das eine Stück, man hört natürlich viel darüber. Also hier der Appell schon mal ein bisschen resümiert, aber an denjenigen, wer Spaß haben will und wer bassig hören will und wer kräftige Musik hören will, Kracher, wird das Geld mega investiert. Instrumente übrigens klangen für mich hier eher synthetisch als echt. Das war für mich so ein bisschen das Resümee. Also genau, so ein bisschen verschwommen, ne? Ja, also genau. Ich kann mal meine Punkte einmal vorlesen. Auch wieder ordentlich Bass, angenehm zu hören. Also es war wirklich nicht nervig.
Und in den Höhen nicht ganz so klar, aber was ist nicht so schlimm gewesen? Also wenig Schärfe war da drin, aber es war angenehm, wirklich angenehm zu hören. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man Musik hört. Ja. Also Leute, noch einmal, resümierend würde ich sagen, alle Boxen, weil 800 Euro, 1000 Euro, 4200 Euro, 6000 Euro, haben absolut ihre Berechtigung. Ja. Bei den Audio begonnen mit der teuersten Lautsprecher, das ist ein Lautsprecher, da kann man wirklich wahrscheinlich wirklich alles drüber hören. Selbst hier hat sie uns begeistert mit dem, was wir damit gehört haben. Schwer begeistert, darf ich da ein bisschen mit reinnehmen, begeistert. Ja. Bass war da, Höhen und Mitten allerdings sehr, sehr gut, muss man sagen. Da ist schon der Unterschied zu den etwas günstigeren oder deutlich günstigeren natürlich zu hören. Also, das ist der Allrounder, da gibt es kein Vertun, aber wir haben sie trotzdem im Test genommen. Heritage ist Vintage und die musste bei dem Test dabei sein. Und für mich resümierend nochmal, JBL ist optisch mein Lieblingslautsprecher, das sage ich ganz klar, aber ich stehe auf die Farbe Orange. Gibt es übrigens auch in Türkis, habe ich eben gesehen, ich glaube Türkis, ne? Und Schwarz, also Hut ab, Türkis ist schon gewagt, muss ich sagen. Schwarz wäre eher so nach dem Motto, macht man nichts verkehrt. Ich persönlich wäre auf jeden Fall derjenige, der sie Orange holen würde. Finde ich mega von der Optik. Ich würde mir die Höhen etwas rausnehmen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich würde darüber nicht gerne, glaube ich, an eine Treppe hören, aber außer ich ziehe, also nimm die Höhen raus, dann wird es wieder toll. Linden, was soll ich dazu sagen? Ist jetzt schon für mich eine legendäre Box. Worfdel hat einen Wurf hingelegt, sondergleichen, Kracher, bringt Spaß, optischen Hingucker. Übrigens, es gibt links und rechts, das müsst ihr wissen, bei den Lautsprechern, ebenso bei der Transpuls, da gibt es auch eine linke und eine rechten Lautsprecher. Und also Linden, mega. Und jetzt kommen wir zur Transpuls. Die habe ich heute, das ist wirklich so, die haben wir ausgepackt. Ich habe sie heute das erste Mal aber gehört. Also ausgepackt ist sie schon im Augenblick, aber ich habe sie das erste Mal heute gehört. Für mich mega Überraschung. Gerade wenn der Geldbeutel mal nicht so ganz prall gefüllt ist. Leute, da macht ihr null was mit verkehrt. Das ist ein Spaß sondergleichen, gerade bei der Musik. Wer hat auch überlegt, Deichkind zu spielen, finde ich auch übrigens eine Mega-Musik. Hattest du ja, genau, ja, wäre absolut passend gewesen. Das ist so, wo man sagt, wer solche Musik hört, auch junge Musik, sagen wir mal so. Also für denjenigen, der heute so, was weiß ich, 16, 18, 20, 25 ist und sagt, du, mehr geht nicht, kann ich nur sagen, was heißt mehr geht nicht? Ihr werdet einen Riesenspaß haben. Absolut. Für 800 Euro, ja. Mega, kann ich nur sagen. Also absolut. Das ist mein Resümee. Was sagst du dazu insgesamt? Insgesamt, also wie gesagt, ich habe keinen Lautsprecher vorher gehört, bin auch überrascht über die Magnat, also das Preis-Leistung muss man natürlich gucken, ne? Bin aber wirklich überrascht und wird das in Zukunft auch gerne mal wieder machen. Also ich, das wirst du. Ja. Und hat mich gefreut und... War gut, ne? War super, hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Ist für natürlich für Gian als erstes jetzt vor der Kamera, also so in der Art war es das erste Mal für Gian. Ist immer ein bisschen schwierig, und aber kaltes Wasser. Also ich habe einfach gesagt, muss ich zugeben, nach dem gestern dir gesagt, du kannst dich schon auf morgen freuen. Genau. Wie gesagt, Dimi ist im Urlaub und ich wollte dich auch gerne mal vor der Kamera haben. Ich habe übrigens tatsächlich, das ist kein Spruch, schon ein paar Frauen hier gehabt, die gesagt haben, wann ist denn Gian mal vor der Kamera? Also das gab es tatsächlich, wo die meisten Männer sind, die zugucken, aber sei dahingestellt. Wie auch immer. Ich fand es irgendwie cool und du bist bei uns ja auch im Verkauf und deswegen gehörst du auch, wenn ich das sagen darf, auch zu solchen Tests natürlich dazu. Und sobald Dimi wieder da ist, es wird dann irgendwie auch eine Gruppierung geben, dass du vielleicht mit Max mal ein bisschen was machst oder mit Erik was machst. Ja. Wie gesagt, die gewohnten Mannschaften wird es auch weiterhin natürlich geben, aber wie auch immer. Also, noch einmal, Augenzwinkern bei diesem Test. Bitte seid großzügig. Augenzwinkern. Es waren 4 Lautsprecher, 4 verschiedene Marken. Eins hatten sie gemeinsam. Retro. Das war auch das Thema dieses Videos. Wir wollten euch wirklich mal zeigen, dass man nicht immer die hochglanzweißen, hochglanzschwarzen Boxen kaufen muss. Es gibt ganz anderes, was durchaus high-fidel ist, also wirklich auch high-fi-fähig, toll die Musik wiedergeben kann. Natürlich bewegt sich das zwischen 800 Euro und 6.000 Euro, ein Haufen Geld, sind wir uns einig. Aber wohlgemerkt, Spaß haben sie alle gemacht. Und optischen Hingucker sind sie ehrlich gesagt auch alle, die werden polarisieren. Der eine wird sagen, oh Gott, ist das hässlich. Ich bin ja froh, dass sie damals nicht mehr in meinem Wohnzimmer standen. Andersrum kann ich nur sagen, dass die Lautsprecher durchaus bei manchen Wohnungen richtig cool reinpassen. Aber das könnt ihr selbst am besten beurteilen. Also herzlichen Dank, muss ich jetzt schon mal sagen, an dieser Stelle fürs Zugucken, für eure Geduld. Wir hoffen, dass ihr das so spannend fand, wie wir das fanden. Wir fanden es sehr, sehr spannend. Ich hatte mich schon lange auf das Video auch gefreut, muss ich sagen, dass wir das machen. Und hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, lasst natürlich gerne ein Abo da, wenn ihr möchtet, das wäre super. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Wir werden jetzt den Rhythmus auch wieder reinkriegen. Dieses Video erscheint, glaube ich, sogar Freitag, genau jetzt Freitag. Also heute ist Freitag für euch, für uns ist heute Dienstag. Aber die Regelmäßigkeit wird jetzt wieder da sein. Bleibt uns wohlgesonnen, bleibt gesund vor allen Dingen
Und wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.